historischen Sprachstudien, aber auch mit dem Genre der Detektivgeschichte. Wenn Sie 40 bis 45 Soldaten in amerikanischer Kriegsgefangenschaft übernimmt er die Rolle eines von Salzburg. Leicht umfangreich zu ordnen, nicht leicht einordnen lässt zu leben. Es ist sicher kaum ein anderer Schriftsteller im deutschsprachigen Raum, der so viele verschiedene literarische Verfahrensmuster zwischen Leitung von Peter Pickel steht wieder eine Art in den 50er Jahren mit Wiener, Achleitner, Bayer, Röhm, der Wiener Gruppe zugehörig. Bursch, lade mir diese verdeichselte Büchs, kann nicht selber, muss wohl Taubenbrück auf dem Hahn kommen sein. Der Bursch, Julia Herzog. Der Herzog nimmt die Büchse wieder in Empfang. Herzog. Wupsti, der Auerhahn flattert. Der Bursch, feig. Herzog nimmt seinen grünen Hut und wird wieder in Empfang, du kommst aus fernem Land. Die Fee Florestane dreht sich um und spricht. Herr Herzog, ihr seid im Negligé. Sabrist, oje, ich bin im Negligé. Er merkt entsetzt die Bänder seiner Gackehosen. Die Tiere des Waldes im Chor. Ein Jäger, der fällt, verliert die Hosen in der Welt. Beethovensche Musik auf vier Zittern geschlagen. Ein Mädchen namens Chaperon Rouge oder Rotkäppchen kommt schwitzend durch das Untergehölz. Er sucht frischen Waldmeister aus Perula und sammelt ihn in ein Körbchen. Attila bemerkt die süße kleine Dirne, steigt von seinem hohen Pferd und tritt unvermutet auf das Mädchen zu. Attila, ich hab noch kein Kütschig Etage. Chaperon Rouge. Sapristi, le Monsieur Loup. Attila, sie kann mein Honig nicht verstehen. Spricht das kleine Fräulein Allemande? Chaperon Rouge. Ei, freilich, Herr Edewolf, es ist die Sprache meines Vaters. Attila, Tauschere, ein tüchtiges, braves Volk, die Alemannen. Und wie heißt dein lieber Vater? Chaperon Rouge, man nennt ihn Rodalric den Elektronischen. Attila, bei Jingo, ein feines Prädikat. Und was suchst du hier in diesen anmutigen Untergehölze, mein Kind? Chaperon Rouge, Waldmeister für den Annie, denn der ist alle Zeit durstig und geht ihm nichts über eine ordentliche Waldmeisterbulle. Mach vor. Du bist ein liebes, gutes Kind, Chaperon Rouge, aber warum gehst du nicht weiter in den Bois? Dort, wo die schattigen Buchen und breitrandigen Ulmen beginnen, wächst ein Waldmeister, Spedula, der an Dichter und Frisches seinesgleichen nicht mehr hat. Chaperon Rouge, seid ihr auch dort gewesen, Herr Edewolf? Ha, ich nicht und dort gewesen sein. Soeben komme ich aus dieser grünen Region. Sieh, da ist er denn. Noch sind meine Rüchte, hat gar keinen besonderen Namen, er heißt bloß Grotter. Nun, das ist doch ein feiner alter Name, Nespan. Aber weißt du, meine Zeit drängt, habe heute noch viel zu tun, suche nur recht eine Menge Waldmeister zusammen, tritt keine Ameisen tot und Assaloy, da kommt ein komisches Wort, das kann ich selbst nicht aussprechen. Ich habe ein ruhiges Rotkäppchen und sagt, au revoir, Herr wieso Chaperon Rouge dringt durch Attilas Regen ermutigt in die tiefgrünen Herzregionen des Bois de Vincennes vor. Attila aber eine falsche seine Stimme verliert sich allmählich im flimmenden Blau der Ferne vor. Donald Duck, Primus von Quack und Daniel Düsentrieb springen enthusiasmiert auf ihre Sitzplätze und beginnen heftig zu applaudieren. Werden jedoch, als sie beherzt, jetzt bin a hard day's night, ein Stimmen von empörten Ordnungshütern unsanft aus dem Saal entfernt. Frage Nummer 2. Lass mich, Mutter, es muss sein. Ich muss für Algerien etwas tun, Mutter. Aber Junge, was kannst du für es noch tun? Der ganze Mord ist doch schon längst beendet. Ich will Dorfschullehrer in einer einsamen Gegend des Atlas werden, wo dir dann der Wind den Hut vom Kopf nehmen wird. Ich werde Ölbäume in die karge Erde rings um die Schuhe pflanzen, dabei alt werden wie Dr. Schweitzer. Der Wind wird dir jeden Tag den Hut vom Kopf blasen. Mit einer Frau wirst du nichts zu tun haben. So, ich werde ein kleines, braunes Waisenmädchen heiraten, wenn sie lesen können. Ich werde meinen kleinen algerischen Schülern mit dem Fischen des gestauten Baches ausspeisen und solcher Art die hart arbeitenden Eltern.
Die werden dir auch nicht deinen Hut bezahlen, wenn denn 7 Hüte in der Woche wirst du verlieren, wenn du nach Algerien gehst. Und wohin, Mutter, meinst du, dass ich hingehen soll, um positive Arbeit zu leisten? Mach dich auf nach Bremen, wo die schönen Mädchen sind, mein Junge. Wie könnte ich in Bremen Dorfschullehrer in einer einsamen Gegend des Atlas werden? Bremen ist flach wie ein Reisbrett. Nimm eine Kalaschnikow im Gepäck mit. Sie wird dir den Weg nach oben weisen. Wie soll ich in Bremen... So, das waren Stücke, die nie aufgeführt werden. Ich habe schon, glaube ich. Jetzt lese ich Gedichte, die ich in Kärnten geschrieben habe. Diese Schuhe in der Dünke und lauten Tischen. Im Himmel äugt die Hirschkuh, also auch auf Erden. Gib uns heute unser täglich Brot, Blatt und Nebel und den Geruch der gefallenen Pilze. Und vergib uns unsere Schulden, das Wichtige geht die Waldtiere. So auch vergeben unsere, so auch. Ich habe das noch nie gelesen, wie man gestottert. Das sind Gedichte, die habe ich 1900. Ich muss das alles dazu sagen, das sind kosmopolitische Gedichte. Unpolitisch und kosmopolitisch. Man auch gehst du hin, er kömmt aus einem offenen Fenster, das im Boden eingelassen ist. Das ist das Fenster eines unterirdischen Hauses. Und in diesem Hause wohnt der zwergenhafte Imuk. Das ist der alte Geist, der Köpfe austauscht. Zu ihm muss ihn abspringen und ihn bitten, dir einen anderen Kopf zu geben. Der junge Mann begab sich getrost auf den Weg, erreichte den besagten Wald, er ging ein Jahr durch ihn, erreichte endlich die Lichtung, von der die Großmutter geredet hatte. Er fand die Stelle, von der der blaue Rauch stieg. Er legte sich über das Fenster im Boden und blickte in die unterirdische Wohnung des zwergenhaften Imuk. Eine Stimme rief herauf: Ist es eine Wolke, die meine Wohnung verdunkelt, oder ist es ein Mensch? Der junge Mann rief hinunter: Ich bin ein Mensch und möchte dich um einen Gefallen bitten. Dann spring zu mir herunter, rief die Stimme aus dem Erdinneren. Der junge Mann zögerte, schien ihm zum Springen viel zu tief. Hast du keine Leiter? Fragte er hinunter. Mit Leitern steigt man hoch, erwiderte die Stimme. Zu mir springt man herunter. Es ist zu tief. Entweder spring oder lauf wieder nach Hause, sagte der Der junge Mann sprang durch das Loch in die Erde, die Wohnung kam ihm schnell entgegen, von unten herauf kam sie ihm entgegen, er sprang eine Elle tief, er stand vor dem Imuk, der Köpfe austauscht. Du willst bei mir deinen Kopf tauschen, sagte der Imuk. Wenn du so gut sein würdest, sagte der junge Mann. Sie gingen in dieser unterirdischen Wohnung herum. Der Imuk zeigte dem jungen Mann viele Köpfe, die auf Regalen standen. Keiner von ihnen gefiel diesem. Der Imuk wurde es keineswegs ungeduldig. Endlich rief der junge Mann: Diesen da möchte ich haben und keinen anderen. Der Imuk sagte: Er wird ja nicht überstehen, er gehört dir. Er riss dem jungen Mann den Kopf ab und setzte den Geforderten an dessen Stelle. Dann führte er den jungen Mann vor einen Spiegel und hieß ihn hineinzusehen. Was ist das? Fragte der junge Mann. Das ist der noch nicht erfundene Spiegel, sagte der Imuk und stellte den abgerissenen Kopf in ein Regal zurück. Der junge Mann blickte sich in den Spiegel, er gefiel sich sehr gut, er fragte: Was bin ich dir für diesen neuen Kopf schuldig? Ach was, sagte der Imuk. Ich komme bei dir einmal zum Mittagessen vorbei. Der junge Mann bedankte sich und kletterte an einer Leiter aus der unterirdischen Wohnung des Imuk, der Köpfe austauscht. Nach einem Jahr kam er wieder nach Hause zurück. Keiner erkannte ihn mehr, nur seine Großmutter sagte: Jetzt muss einer den Spiegel erfinden. Der junge Mann ging wieder zum Hause des Mädchens. Er zog weder sein bestes Kleid an, noch setzte seinen besten Hut auf. Er meinte, dass er das nicht länger nötig habe. Das Mädchen war nicht mehr in dem Haus. Er fragte: Wo ist das junge Mädchen, das hier gelebt hat? Sie ist tot, sagten die Leute des Hauses. Einer aus dieser Gegend, von dem wir schon lange vermuteten, dass er ein Kannibale sei, hat sie vor einem Jahr zu sich in den Wald geschleppt und aufgefressen. Der junge Mann wusste nun, was der Imuk mit Mittagessen gemeint hatte. Er heiratete ein anderes Mädchen, wurde Spiegelmacher und er fand den ersten brauchbaren Spiegel. Lerne was, so hast du was. Kauf dir drum ein Tintenfass. Füll die Feder dann darin, nimm Papier, schärf deinen Sinn. Schreibe nicht ein Lichtgedicht, weiß schreibt nur der böse Licht.
Krauchen sollst durch Blut und Bein, bis ins Herz und zum Kämmerlein. Klingt irgendwer's da draußen? Nein, Schrumpfkopf in der Faust. Was will er mir verehren? Nein, Kuss in allen Ehren. Hat er auch Hand und Fuß? Bloß Mäulchen für den Kuss. Wie kann man dann hier anden auf Krücken wie ein Mann? Wer hat er dann geschellt mit der Nase, wenn's gefällt? Ist schwarz hier oder weiß? Nö, grün wie Mannleis. Dann hau er wieder ab zurück ins Urwald. Mit einem Jahr ein Kind, mit zwei Jahren ein Jüngling, mit drei Jahren ein Mann, mit vier Jahren wohlgetan, mit fünfen geht es auch noch an. Mit sechsen rückt das Alter an. Mit sieben Jahren ein Greis, mit acht Jahren schneeweiß, mit neun Jahren läuft das Morgenrot, mit zehn Jahren, ja, grüß dich Gott. Seht die flinke Fledermaus, wie sie durch die Wolken saust, wie sie drin im Mondlicht schwebt, Mäulchen ganz vom Blut vergeben. Wenn sie euch an eurem Haaresgeschehen ganz und gar gleich um euch, sie geht euch fort auf die Luft der fremden Ort, mein Schlössler ist der Ort. Drinnen wohnt sie ganz allein, hat ein rotes Kämmerlein, lebt vom Blut der Edelein. Schon seit vielen hundert Jahren bringt sie Kinder in Gefahr. Und in Transsylvania, wo sie schon so mancher sah, heißt sie Fräulein, da wird ein Dracula. Ich bin die liebe Mumie und aus Ägypten komme ich eh. So Kindlein treibt es nicht so arg, sonst steige ich aus dem Sarkophag. Hol euch ins Pyramidenland, 11 Meter unter dem Wüstensand, da habe ich mein trautes Heim, es ist mir süß wie Honig sein, dort unter heißem Wind wird kein euch mehr finden, nur lauscht nur mit Tripp und Trapp, husch ich die Treppen auf und ab und hört es einmal pochen, so ist mein Daumen gebrochen, aber wird es immer Tür. Oh Kindlein, seht euch hier. Eine Maus trägt mich vor das Mäusehaus, knabbert mir die Äuglein aus, nimmer finde ich nach Haus. Muss mir einen Kuchen suchen, einen mit Rosinchen finden, hol mir zwei Rosinen raus, setze mir als Äuglein ein, ei, wie scheint die Sonne wieder. Liebe Ratte, komm zu mir, gerne spiel ich mit dir, bin dir Engländsflügel um, trag dich ins Panoptikum, wo rein oft die Kinder gehen, und wann die dich fliegen sehen, rufen alle, alle aus so eine große Fledermaus. Ein Django. Der muss haben zwei Stiebel, um zu traben, ein Fäustlein, um zu schlagen, ein Särklein, um zu tragen, zwei Sporen an den Pferzen, die mir ein Rösslein schmerzen, ein Feindlein, um zu schießen und Gold zum Kugeln gießen, dazu noch Grund zur Rache, denn das gehört zur Sache. So alter Texas auf und ab in tollem Lauf. Drum, Kindlein, gib fein Acht, wie es unser Django macht. Willst sein, nimm feig und schwach, so tu's ihm frei. Kein lustig Feuer und am Dach kein Ungeheuer, in der Speis nicht Händ noch Füß und kein Herzchen für den Spieß und kein Werwolf in dem Bett und der Hänsel noch nicht fett, keine Gretel in der Pfanne und ihr Blut nicht in der Wange und kein einzig Äuglein gebrochen, konnte wohl die Hexe nichts kochen. Kolumbus wurde von Hammurabi entworfen und mit Keilschrift am Alleinunterhalter vermittelt. Es ist somit jünger als Sodom, aber älter als Carmen von Sevilla. Ach ja, Paris im Olympe hätte ich damals lesen sollen. Daraus wurde nichts. Zeit des Reifens, Zeit der Reife. Geht's jetzt? Wer sehen kann, der sehe, der Blinde hat das Nachsehen. Holen Sie raus aus sich, holen Sie raus, was Sie können. Ihr Spiel soll echt wirken. James Stewart geht langsam auf ein Stück Laubwald zu und verschwindet wie ein Baum unter Bäumen. So überqueren Helden die Grenzen. Mit dem Regenschirm in die Wüste und diese begann zu grünen. Jeder Religionsstifter muss sich eines kleinen Wunders bedienen, um später Erfolg zu haben. Wie? Scheintot, sagten sie. Ja, der Herr rief ihn zu sich und die Frau schickte ihn wieder fort. Der Winter rutscht auf dem Hosenboden vom Gebirge ins Tal.
Ein übermütiger Bub, würde der Wagerl jetzt sagen, wäre nicht gerade beim ewigen Adventssinger. Herr Karl Marx lässt sich den Bart stutzen, der Wald lichtet sich, aber wir sehen deshalb auch nicht besser. Was nützen die Bücher, was die Brillen? Du willst wissen, wer ich bin. Früher war ich eine Halbinsel mit Tasten aus Elfenbein. Heute fühle ich mich als strandloser Büsendorfer. Spiel auch geschrieben. Ein Vogel fiel in den Sand und er schwamm davon, ähnlich dem Fisch, der ins Wasser fiel und davon flog. Ein Puppenheim oder Norwegen in der Jackentasche. Wer merkt es schon gerne, wenn jemand die Faustball-Bemäßigung am Platz wäre, egal ob Mann oder Frau. Psychotische Melodie im Salzburger Dauerregen. Der Violinschlüssel ist aus dem Notenblatt des Sommers gestürzt. Anders kann ich mir diese Kompositionen nicht erklären, Herr Mozart. Also gar sie bitte ein Dü, Flaflal, wenn die Gott die Blut hat, man da rot. Und der Wort die Blut hat, Flaflal. Also gar sie bitte ein Dü. 15.10.55. Ein sehr missverstandenes, man hat das ungefähr was anderes gehört. Für mich ist das nichts anderes als das Herauskommen aus der Erde, die Ungeheuer von Lovecraft und so. Das Descarnatio Dachter Rock. Urm, Halfessen, Unguch. Halfessen. Urm, Kürzel, Tauber, Verbringi, bin ich Graubrillen, bin ich Ortsdil, Nelchen mal Unguch, Halter, Halimini, Urm, Erchbarrück, Urm, Rumbrich, Unguch, Rüffer, Tilgram, Halfessen, Kalbstein. Ach, den schönen Begleiterin blickte mit ungläubigem Staunen auf das senffarbene Z, das nun in Zeitlupe nach unten zu dehnen begann. Oh ja, sie sah es genau. Der Vollmond jedoch war noch immer nicht zu sehen. War noch immer ein teures Juwel für reiche Leute, die sich einen letzten Stock im Hitten leisten konnten. Ein seltenes Bijou für Penthäusler und deren Besucher. Der Dezentling mit dem fatalen Senfzett an der Sakko-Brust jaulte auch wieder Werwolf von London. Das passte hübsch in die laue Vollmondnacht, verbreitete einen herben Hauch, gruselige Romantik und brachte nebenbei einen kleineren Menschenauflauf zustande. Was ist passiert? Mit einer von der kleinen Ahnung, sondern eine Idee, antwortete diese. Ein Burenburg stand los in der Augenspimme, erklärte Stein. Sie sind doch ein Wissenti. Ja, kein Wunder, bei der einzigen Qualität von den Fleischwaren war ein Tritt ein und bestellte kurz und bündig beim Würstel Zorro einen Debreziner mit Creme ohne Senf. Ja, was hat er denn daher? Wollte er vom Würstelbar wissen. Habe nicht den Schatten einer Ahnung. Mister, entschuldigte sich dieser höflich. Wünschen die Debreziner aufgeschnitten, wenn es gefällt. Na, danke. Ich weiß auch, antwortete der beherzte Linzer. Ich hab noch die Zehnt. Die nocturne Menge war inzwischen beträchtlich. Passanten und mussten, um vorbeizukommen, auf die Fahrbahn ausweichen. Autofahrer fluchten und zeigten diverse Vögel. Ein Pakistani bot die Kronenzeitung von übermorgen an. Ein Taschenzieher zog Schlüsselbunde und leere Geldbörserln und ein Sandler versuchte es auf die altbewährte Mitleidstour. Was da? Können Sie mir nicht aushelfen? Ich bin erst 3 Tage aus dem Jumpers, weil der Juna aus Stoffanstalt. Ich will wieder da anständig werden. Nun überquerte endlich ein Herr Inspektor die Massestraße. Er bewegte sich allein, er ist zwar abgebrannt. Sein Hüftschwung jedoch wollte ihm nicht recht gescheit gelingen, aber dafür, wie man sagt, etwas zu überwurzeln. Platz, meine Herrschaft, auseinander, ohne Charme an den Erwartungen. Was gibt's da? Seid ihr beteiligt? Die Fragte zuckte die Achtel, ich, wieso? Dann stecken sie nicht umeinander, entfernen sie ihnen, machen sie Platz. Das Gesetz des persönlichen Schielauges setzte seinen Weg mittels Ellenbogentaktik fort. Die Menge gab ihm widerwillig Raum, schloss sich aber hinter ihm desto fester zusammen. Was gibt's da? Ja, was ist denn gegeben? Ohnmächtig ist an der Wurst. Ohnmächtig? Ja, wahrscheinlich ein Züchtler. Ein Züchtler, was ist das? Wollte der Spiegelinspektor wissen. Das Gegenteil von einem Giftler, meckerte seine Stimme aus der Wurstmenge. Heroine, Inspektor! Flüsterte jemand vertraulich dem Polizeimenschen in die schwitzende Wange.
Die Stimme roch nach Quargel und Schliegerwitz. Überlegt er denn? Was hab ich gesagt? Hat er gesagt? Ein tragbares Sprechgerät, eine Funkstreife. Und ein Spektor, die sich eine launige Stimme verändert. Der Fatomas hat abermals zugeschlagen. Der Inspektor seinem jungen Transvestiten in Zivil jetzt umgeschminkt hat. Ehrenwort, Herr Polizeiversichert, oder unverkleidet mit einer neckischen Handbewegung. Was? Der Fatomas, der was gestern die reine Mädchen überfallen hat? Der Polizist erstarrte zu einer Kochsalzsäule. Er zückte die Nervenverlierenden seinen Notizblock. Sehen Sie mir den weder verwandt noch verschwägert? Von der Ungargasse her rast der dezente Herr. Stand mit seiner ein wenig ramponierten Begleiterin in der Männertoilette eines Balkangeräts und versuchte weinend, sein versänftetes Nadelstreifensakko mit Leitungswasser wieder einigermaßen auf die Hand zu bringen. Ich bring mich um, schluchzte er. Dann gib mir die Kugel aber rektal. Schau, kann dich ja verstehen, sagte die Schuldikarin und lebte vor dem grünen Mattenspiel wie der Yves Saint Laurent. Aber trotzdem, wir konnten einer schon so blöd und so deppert sein. Und sie mit dem Zorro anlegen. Heute ist natürlich das Publikum größer als üblich. Der Anlass ist ein dementsprechender, den HC bei uns hier im Spital zu haben. Das bringt die Leute auf die Füße. Wir freuen uns darüber sehr, dass Sie hier sind, dass Sie heute da sind. Der ursprüngliche Anlass, der glücklicherweise zu dieser Lesung geführt hat, war ein Ansuchen des Vereins Komödienspiele an das Land Kärnten. Zwei Menschen, die sich um das Theater im Spital und die Komödienspiele zu verdient gemacht haben, zu ehren. Ich danke dem Land Kärnten, der Landesregierung, die einstimmig diese Ehrungen beschlossen. Ich begrüße dazu ganz herzlich, und ich darf Sie bitten, dass ich nur drei Namen nennen darf, ganz herzlich den Kulturreferenten des Landes, Dr. Michael Außerwinkler. Ein besonderer Gruß an zwei Freunde, die einander hier heute wieder getroffen haben. Das ist Herbert Wochins, der über Jahrzehnte die Komödienspiele im Spital geleitet hat. Und ich sage es gleich dazu, sein Nachfolger, mit dem wir sicher die gleiche Freude haben werden wie mit dir, Herbert, das ist der Peter Pickel. Ich begrüße euch beide. Jetzt darf ich dich bitten, Herr Landeshauptmann, dass du die Ehrung für HC Hartmann vorlegst. Es ist für das Land Kärnten eine besondere Auszeichnung, dass Sie das große goldene Ehrenzeichen des Landes heute entgegennehmen. Ihre Beziehung zu Kärnten ist eine vielfältige, eine, wie ich mich immer wieder überzeugen konnte, auch emotionsgeladene. Ich denke an den Tonhof und Maria Saal Anfang der 60er Jahre, an die enge Beziehung zu Herbert Wochins, die ja nach dem Krieg schon begonnen hat, und 1961 zur Gründung der Kommunenspiele hier Spital geführt hat. Eine Erfolgsstory, die geprägt durch Herbert Wochins, HC Hartmann, den Bühnenbildner Matthias Gall, dazu geführt hat, dass man ja von der Dramaturgie kurz hier gesprochen hat, in dieser Zeit, was sehr viel in Kärnten bewegt haben, das kulturelle, geistige Leben in Kärnten auch in vielen Phasen. Die besondere Auszeichnung für uns Kärntner ist es auf jeden Fall, dass Sie zwar nicht in der Zeitung von übermorgen, aber in der Zeitung von morgen in einem Interview gesagt haben, Sie fühlen sich als Wahlkärntner. Die Kärntner Landesregierung hat, das ist ja auch was Besonderes für Kärnten, den Beschluss, Ihnen das große goldene Ehrenzeichen zu verleihen, einstimmig gefasst. Und wir freuen uns, dass in der Stadt, mit der Sie viel verbinden, die mit Ihnen viel verbindet, dass in dieser Stadt dieses Ehrenzeichen entgegennehmen. Herzlichen Dank.
Spiele, die ich jetzt die Ehre habe zu vertreten. Dem Land Kärnten, das vertreten ist durch den Herrn Landeshauptmann, wirklich gratulieren, dass diese beiden Herren ausgezeichnet wurden, die wirklich für die Komödienspiele nicht nur die Gründung, nicht nur den Weg gelegt haben, sondern die sie überhaupt erst zu dem gemacht haben, dass sie heute sind und wo ich das Glück habe, da jetzt weiterarbeiten zu dürfen, nämlich dass sie etwas Besonderes sind, eine besondere Art von urösterreichischem Sprechtheater. Und das Sprechtheater, das manchmal heute schon zu einem Schimpfwort wird, das Sprechtheater ist eben das Theater der Sprache, das Theater unserer Sprache. Und das ganz wesentlich von H.C. Artmann geprägt wurde. Und für das möchte ich ganz herzlich auch danken und dem Land. Ja, das ist ein bisschen.
Steinhauer. Ja, ja. Die Höhle brauchen wir nicht. Da tun wir jeden Tag so rote Werke, damit wir die Höhle holen. In der Höhle leben wir. Und die fallen nicht nach dem Tod auch noch. Nein. Nein, bei der Höhle leben wir nicht. In der Höhle leben wir nicht. Nein, jetzt sind wir mit Rosa immer über das Eck reden. Ein Pessimist, sagen wir, ich bin ein guter Pessimist, ich darf sagen. Also ich erlebe das. Ich kann das nicht. Ich möchte nur das sein. Im Gegenteil, ich denke mir, das ist ich schaffe es nicht so. Überhaupt nicht. Das war, was war, war. Das ist Ich lebe ja übrigens schon mindestens 600 Jahre nach dem Biozin. Ich bin 600 Jahre, ich lebe ja schon 20.000 Jahre länger als ein jeder tätige Mensch. Das ist ja mit der Wiedergeburt, wenn man auf den Flügel springt und doch nicht irgendeiner erfahren. Oder ich war das eine ja, ich dürfte sehr tätig gewesen sein. Ja, ich kann das ja wohl mal sehen, aber es ist jetzt schwer. Das ist ein Komponist und der hat das ja genannt. Das Buch kannst du es dann lesen. Er fängt wieder von vorne an. Und hat es in Bayerisch. Ja, aber schau, vielleicht ist es nicht. Friedrich Hummel? Ja, aber wenn den Ewig Hummel, Komponist. Ja, ja, ja. Der Wirtschichter geschrieben hat, der hat im Übü verdammt. Und der hat selber das Libretto in Bayerisch dazu gemacht. Da haben meine Bücher gehört, ja. Ja, ich nicht. Ja, es gibt ja für eine... Ich habe jetzt eh schon drei. Ja. Das reicht ja. Nein, ich habe sie leider nicht. Ja, das ist fantastisch. Ich muss sie mir besorgen. Im Steinhauer, wie sie fühlt. Ich sehe, Steinhauer ist ja gut. Ja, das ist super. Steinhauer ist ja gut. Keine Ahnung. Ich muss sie am Vorderarm führen, am Großarm führen. Grübler. Ja, wo? Der war da unten bei der... Nein, der hat aus Amerika Karten geschrieben. Aus New York. Der Onkel aus Amerika. Liebe Rosa, Auto über Auto. Nein, das ist der andere. Nein, da wird einer bei der Fahrer. Das ist ein guter. Naja, der ist gestorben, sicher. Aber deswegen war er trotzdem Fahrer. Das war da Steinmark. Boden. Wie heißt denn das schöne Schloss da? Gnas. Ein Gnas bei Gleitenberg. Ja.
zwischen Feldbruch und Gleichenberg. Ja, und? Von da oben. Ja. Why not? Aber man sagt nicht, wieso du hast gesagt, immer du, ich kenne ja deine Familie besser als du. Der hat den Gnas, der war. Ja, ein Gnas, aber zuerst hast du es auch gestritten, oder? Sagt er, ein Gnas. Warum auch gestritten? Hast du gesplänzt? Ich habe erzählt vom Onkel Schurl, der Tischler. Nein, der Schurl, ich meine, ist der Pfarreronkel, habe ich gesagt. Ja, der Schurl kommt aus Wies. Dein Vater war aus Wies. Da hat sich meine Familie leidenschaftlich gern. Die bekämpft ein bisschen aufs Blut. Nein, ich finde das liebevoll. Nein, nicht böse, da muss ich nicht schuld sein. Was er so sagt, er ist stolz darauf, dass sie einen Pfarreronkel haben, der aus Gnas ist. Ein Gnas. Ich habe nicht gewusst, wo er her ist, aber du hast schon mal erzählt. Wir sind eine Grazerin, ne? Aber ja, Spöcherstraße. Noch weiter, Straße. Also ist darum ist er so eine Raucherin. Ne? Du hättest gelesen, dass das Schloss Spielfeld zum Verkauf steht. Und ja, das da wohnt ja die Mutter. Nicht meine Mutter, die wohnt im Nebenhöhe. Ja, beim Schloss und der Nehmann. Ja, aber die wohnt nicht im Schloss. Nein, im Schlosspark. Ich hab gesagt, beim Schloss in Kirchen geht es jedenfalls vis-à-vis vom Schloss. Ja, mein weil Gott, hinter dem Schloss keine Kirche ist, muss ich vis-à-vis vom Schloss. Sicher ist ich habe immer den Ascher dort gewesen in der Kirche, ich bin aber hinter der Messe immer rausgegangen, so sie geredet. Die Kirchen haben es geheilt, gell? Was macht denn die Kirchen länger? Der Vater, der Vater gesungen hat, hat die ganze Kirche. Du hast ja gar nicht Weihrauch kaufen, oder was? Schaut in den Bord. Du, warum hast du keinen Bord mehr eigentlich? Unsere Tochter hat nie mich ohne Bord gesehen. Und sie hat so drüben mit rosa Augen. Ich habe seit 25 Jahren keinen Bord mehr. Ein Bord gehabt, ja? Ja. Und jetzt habe ich mich kastriert, irgendwie schmerzlos. Jetzt habe ich den Bord weggeschnitten und die Leute, die Mädchen haben erfreut, die Rosa und die Emily. Also du schaust jetzt nicht mehr so streng aus. Nein, du wirkst natürlich, ja, sicher, du hast dieses hitlerische abgelegt. Ja, ja. Und auch dieses Unlaubbare, ja, das haben wir eigentlich schon. Das ist ja grauenhaft, das sieht aber anders aus. So ein von dir gibt es ja Bilder, wo man seinerzeit gehabt, du fürchst. Er hat ihn aber gut gepasst, oder? Nein, das ist ja grässlich da. Nein, das ist ein Idiotenbild da. Das haben sie mir aufgegeben, das hat wahrscheinlich die Ding gemacht. Da kann man sich da nicht wehren dagegen. Das war schon Druck. War schon längst Druck. Nein, das schönste Bild ist das, was auf dem Umschlag von dem Buch drauf ist. Was für ein Bilderband da. Drei.